Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wir beten den hochheiligen Kreuzweg. Mit Auszügen aus der Botschaft der barmherzigen Liebe an die kleinen Seelen von Margaret. Mein Jesus, wir bekleiden dich auf deinem Kreuzweg. Lass uns mit teilnehmendem Herzen deiner qualvollen Leiden gedenken. Du nimmst sie ja aus erbarmender Liebe auf dich, um alle Seelen, die dir so teuer sind, zu retten, besonders jene, die deiner Verzeihung am meisten bedürfen. O gebenedeite Mutter, du folgst ihm als Erster auf diesen schmerzvollen Gang. Nimm uns mit und erlange uns die Gnade, dass uns das Erlösungsleiden deines göttlichen Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus, tief durchdringe. Amen. Erste Station. Jesus wird zum Tode verurteilt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Im Ölgarten beginnt dein Leidensweg. Der große Augenblick der Entscheidung ist da. Dein Herz ist bis ins Innerste. Im Ölgarten beginnt dein Leidensweg. Der große Augenblick der Entscheidung ist da. Dein Herz ist bis ins Innerste getroffen von der Grausamkeit der Menschen, die dich zu töten versuchen. Und dennoch, du erneuerst deine Ergebung in den Willen des Vaters. Die Gefangennahme, die Geißelung, die Dornenkrönung und schließlich die Verurteilung zum Tode durch Pilatus vor der entfesselten Menschenmenge übersteigen an Schrecken alle Vorstellungen. Und du, das Lamm Gottes, schweigst. Und du, das Lamm Gottes, schweigst, mein Jesus. Es sind unsere Sünden, die aus dir den Mann der Schmerzen machen. Pilatus ist nur Werkzeug. Auch die Henker, die deinen anbetungswürdigen Leib quälen, dein Antlitz verunstalten und sogar anspeien. In Wirklichkeit flechten unsere Sünden dir die Dornenkrone. Durch die Verdienste deiner entsetzlichen Schmerzen bitten wir dich, hilf uns auf unserem gefahrvollen Weg zur Ewigkeit. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.
gekreuzigter Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Zweite Station. Jesus nimmt sein Kreuz auf sich. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Mit dem Kreuz auf der Schulter gehst du deinen Weg. Du denkst an uns, an jeden von uns. In dir sind nur Gedanken der Liebe und des Verzeihens. Voller Leiden schaust du unter fast lautlosem Seufzen zu deinem Vater auf. Niemand merkt es. Dieser Balken lastet schwer auf meiner wunden Schulter. Oh, diese Wunde meiner Schulter. Und ich bin so erschöpft. Ich bin nicht mehr als ein Auswurf der Menschheit. Liebster Jesus, durch die Leiden, die du bei deiner schweren Kreuztragung erduldest, bitten wir dich, hilf uns, dass auch wir unser Kreuz mit großer Geduld und vollkommener Ergebung tragen. Lass uns immer bedenken, dass wir unser Heil nur deiner barmherzigen Liebe verdanken. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem bösen Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigter Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Amen. Die dritte Station. Jesus fällt zum ersten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Jesus, du fühlst, wie deine Kräfte dich verlassen. Dein Leib ist von Wunden zerrissen. Du leidest furchtbar. Dein Herz will versagen. Deine Füße verfangen sich in deinem blutdurchtränkten Mantel auf dem Weg zu deiner Hinrichtung. Von Mattigkeit und unsäglichen Peinen überwältigt, fällst du nieder. O meine Kinder, denkst du, meine armen Kinder, wie viel kostet ihr mich? Wenn ihr wüsstet, was ich für euch, die ich liebe, erdulde. Für euch alle, die ich retten will. Mein geliebter Jesus, unsere Sünden haben dich mehr bedrückt als die Last des Kreuzes. Durch diesen ersten Fall bitten wir dich, bewahre uns vor der schweren Sünde, die uns von dir trennt. Vater unser, der du bist im Himmel,
geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigter Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Vierte Station. Jesus begegnet seiner tief betrübten Mutter. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Du begegnest deiner Mutter. Welch erschütternder Augenblick! Die Mutter kann dich kaum erkennen. Mühsam richtest du dich auf. Dein Blick sucht den deiner geliebten Mutter. Eure Herzen brennen vor Liebe und Ergebung. In diesem Augenblick gibst du deiner Mutter eine Vorahnung ihrer Mitwirkung im Erlösungswerk. Und ihre Mutterschaft für alle Menschen. Unter Tränen und Schmerzen sagt sie ihr Ja zu dem, was ihr Herz schon verstanden hat. Mein Heiland, durch den Blick der Liebe auf deine Mutter lässt du sie teilnehmen an deinem Kreuzesleiden. Denn sie nimmt es auf sich, dich zu sehen, der du durch die Grausamkeit deiner Feinde zu Tode verwundet bist. So empfängt sie ihre Aufgabe für die Zukunft. Dein Werk der Erlösung fortzusetzen. Alle Menschen, auch deine Feinde, mit einer besonderen Liebe zu empfangen. Mich in diesem Zustand zu sehen, war für sie eine vorweggenommene Kreuzigung. In diesem Augenblick waren wir in schrecklichstem Schmerz vereint. O mein Jesus, durch diesen erlittenen Schmerz bitten wir dich inständig um die Gnade, deine heiligste Mutter immer mehr zu lieben und sie gegen die Beleidigungen unserer Zeit zu verteidigen. Lass uns ihre Kinder sein, wiedergeboren aus deinen und ihren Schmerzen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder,
jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser. Und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Fünfte Station. Simon hilft Jesus das Kreuz tragen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Simon von Cyrene hilft Jesus das Kreuz tragen. Simon von Cyrene wird aufgefordert, dir das Kreuz tragen zu helfen. Denn deine Schwäche ist so groß, dass du ohne diese Hilfe den Ort deines Todes nicht erreichen würdest. Simon, gegen seinen Willen gezwungen, wird schließlich doch vom Mitleid gerührt. Er nimmt die große Auserwählung an und erleichtert dir das Kreuz. Und wir können das Gleiche tun. Wollen wir diese Ehre verweigern? Es ist die Liebe, die unseren Weg vorgezeichnet hat. Jesus, gib, dass wir unsere Schritte mit den Deinen vereinen und dir so nachfolgen. Lass uns wie Simon trotz unserer Schwäche und Angst vor dem Leiden unser tägliches Kreuz ergeben annehmen und dir aufopfern, der du aus Liebe zu uns gestorben bist. Gewähre uns die Gnade, dir immer treu zu sein. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Jesus Christus, erbarme dich unser, und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Sechste Station. Veronika trocknet Jesu Antlitz. Veronika trocknet Jesu Antlitz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Diese tapfere Frau fürchtet nicht den Spott und Hohn und die Drohungen einer schreienden, hasserfüllten Menschenmenge,
Sie bahnt sich unerschrocken einen Weg zu dir und trocknet mitfühlend dein von Schweiß und Blut überströmtes Antlitz. Sie weint. Du aber belohnst ihr mutiges Handeln mit dem schönsten Zeugnis deiner barmherzigen Liebe und lässt dein göttliches Antlitz in ihrem Tuch sichtbar werden. O Jesus, dein Antlitz, von den Schlägen schrecklich entstellt, ist das Bild unserer Seele. Die Taufe hatte sie so schön gemacht, aber die Sünden unseres Lebens haben sie bis zur Unkenntlichkeit verunstaltet. Mein Jesus, o mein Gott, o mein göttlicher Erlöser, wir bitten dich, gib unseren Seelen die erste Schönheit wieder. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigter Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Siebente Station. Jesus fällt zum zweiten Mal unter dem Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Dieser Fall verstärkt den Schmerz deiner Wunden. Unaufhörlich rinnt dein kostbares Blut zur Erde und lässt deutliche Spuren auf dem steinigen Weg zurück. Neue Schläge, neue Verhöhnungen, neue qualvolle Leiden treffen dich. Du schaust zu Boden. Keiner bietet dir Hilfe an. Nur die Wut der Menge umgibt dich. In deinem armen Herzen jedoch bleibt die Kraft der Liebe ungeschwächt, die nur retten will. Liebster Jesus, so hast du unser Versagen verziehen. Auch wenn wir in die gleichen Fehler zurückgefallen sind und uns mit großer Güte wieder aufgeholfen, wir bitten dich, zeige uns in den Versuchungen, die uns bedrängen, dein erbarmungsvolles Herz und deine hilfreiche Hand, damit wir unsere Schwachheit erkennen und überwinden. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigter Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Gekreuzigter Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Achte Station. Jesus tröstet die Töchter Jerusalems. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Für wenige Augenblicke vergisst du dein Leid und wendest dich den Frauen von Jerusalem zu. Ihr Kummer um dich ist groß. Du aber sagst zu ihnen, weinet nicht über mich, weinet vielmehr über euch und eure Kinder. Wir alle bleiben für immer dem Gesetz der Liebe unterworfen, das du der Welt durch dein schmerzvolles Leiden gegeben hast. Erinnern wir uns deiner Worte. Zur Zeit meines Leidens glaubten sie, mich unterwerfen zu können. Aber ich habe ihnen ein Gesetz der Liebe gegeben, gegen das sie nichts vermögen. Denn ich habe es mit meinem Blut bezahlt. Sich gegen dieses Gesetz aufzulehnen, heißt, dem Untergang entgegenzulaufen. Ich bin die Erlösung der Welt. Niemand kann ohne mich gerettet werden. Mein Heiland, wie sehr müssten wir traurig sein, dass wir dich so viel beleidigen. Durch dein heiliges Kreuz und dein Opfer hast du deine Liebe zu uns geoffenbart. Wir bereuen aufrichtig unsere Sünden und versprechen dir, deine Liebe zu erwidern. Wir lieben dich und weihen dir alle unsere Gedanken und Wünsche, unser Leben und Sterben. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Amen. Neunte Station. Jesus fällt zum dritten Mal unter dem Kreuz.
Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. O mein Jesus, Lamm Gottes, es ist genug. Möge deine Qual bald zu Ende sein. Aber es reicht noch nicht aus. Der Kelch des Leidens muss bis zur Neige getrunken werden. Fast unmächtig vor Schwäche und Schmerz fällst du von Neuem zur Erde nieder. In diesem Augenblick gibt uns nur dein Wort noch Hoffnung. Wenn ich von der Erde erhöht bin, werde ich alle an mich ziehen. Mein Jesus, stärke uns gegen alle Menschenfurcht und lass uns deine leidende Liebe nicht verkennen. Wir vertrauen auf dich und wollen uns durch dein heiliges Kreuz immer stärker an dich binden. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Gekreuzigter Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. 10. Station. Jesus wird seiner Kleider beraubt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Am Ende meiner Kräfte kann ich am Ort der Hinrichtung an. Grausam rissen sie mir das Gewand vom Leib, das durch das geronnene Blut auf meinen zahllosen Wunden klebte. Ein entsetzliches Schauspiel. Ich war ein Gegenstand des Abscheus geworden. Von allen verlassen, verraten, verachtet, lächerlich gemacht, verhöhnt, allein. Kommt zu mir, es ist höchste Zeit, dass ihr in euch geht. Mein Jesus, durch die Verdienste dieser schmerzhaften Entblößung gib, dass wir dich immer mit reinem Herzen lieben. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigter Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Elfte Station. Jesus wird ans Kreuz genagelt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Dein anbetungswürdiger heiliger Leib, o Jesus, hat die Form des Kreuzes angenommen. Er ist das ergreifende Opfer der Ganzhingabe an deinen Vater für das Heil der Welt. So viele müssen noch gerettet werden. Die Nägel dringen in dein Fleisch ein. Das Blut quillt hervor und besprengt die Peiniger. Die sich an den grauenvollen Taten weiden, die sie ausführen. Mein gequälter Leib, einem entfesselten Pöbel ausgeliefert, bis zu diesen schrecklichen Fliegen, die sich auf meinen nackten und gemarterten Körper setzen und sich von meinem Blute nähren. Du aber schweigst. Keine Klage verlässt deine aufgeschwollenen Lippen. Du betest für deine Henker. Vater, verzeih ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. In diesem Augenblick erleide ich die Schmerzen meiner Passion, die um die unsäglichen Beleidigungen von Jahrhunderten vermehrt sind. O Jesus, unser Herz bleibe fest in Liebe, deinem Kreuz zugewandt. Um dich unsere Sünden, all unsere Undankbarkeit und Gleichgültigkeit vergessen zu lassen, die dir so viel bitteres Leid zufügten. Verzeihe uns, o Jesus. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem bösen Armen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O Jesus, unser Herz bleibe fest in Liebe deinem Kreuz zugewandt, um dich unsere Sünden, all unsere Undankbarkeit und Gleichgültigkeit vergessen zu lassen, die dir so viel bitteres Leid zufügten. Verzeihe uns, o Jesus. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit, und in Ewigkeit. Amen.
Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Amen. Zwölfte Station. Jesus stirbt am Kreuz. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Drei Stunden Todeskampf. Drei Stunden so lang wie Jahrhunderte. Qualvolle Krämpfe, die sich auf alle Glieder ausbreiten. Dein Atem ist kurz. Du ringst nach Luft. Schweiß und Blut rinnen von deinem fiebernden Körper. Dein erhabenes Antlitz bewahrt in dieser schrecklichen Marter eine unglaubliche, unvergleichliche Majestät. Du, Gottes Sohn, leidest und stirbst. Welch erschütternder Anblick, dein Todeskampf dauert lange. Du willst der Gerechtigkeit deines Vaters bis zum Ende genug tun. Jetzt hast du nicht mehr die Kraft, gegen die Todesnot anzugehen. Deine von Blut und Tränen verschleierten Augen richten sich vor Liebe auf deine schmerzensreiche Mutter. Die aufrecht am Fuß des Kreuzes steht und auf Johannes, den geliebten Jünger. Mit matter Stimme sprichst du: Frau, sieh da deinen Sohn. Sohn, sieh da deine Mutter, nimm sie zu dir, die dir am liebsten ist. Deine Mutter machst du mit einer Geste des Mitleids und der Liebe zur Mutter aller Menschen. Erwärme das erstarrte Herz meiner Mutter. Sie leidet durchbohrt von dem einst verheißenen Schwert. O mein Jesus, unser Herz zittert vor Schmerz und Mitleid. Und du sagst, sei nicht traurig. Sieh auf jene, die da zu Füßen meines Kreuzes sind. Welche Freude für mich! Alle, die ich gerettet und mit meinem Blut genährt habe, meinem himmlischen Vater übergeben zu können. Ich werde meine Schäflein verteidigen gegen alles Böse, und sie werden mit ihrem Hirten in das Reich eingehen, das ich ihnen bereitet habe. Ein Seufzer mich dürstet, ein Schwamm der Essig. Du wendest deine Augen zum Himmel. Es ist vollbracht. Dann neigst du dein gequältes Haupt und gibst deinen Geist auf. Herr, wir umarmen dein Kreuz. Dein Tod ist unsere Hoffnung. Schenk uns die Gnade, in deiner heiligen Liebe leben, zu leben und zu sterben. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen.
Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer. Amen. 13. Station. Jesus wird vom Kreuze abgenommen. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich, denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Schmerzerfüllt nimmt deine Mutter deinen verehrungswürdigen Leichnam auf ihren Schoß. Welch furchtbares Leiden dieser Stunde! O unbefleckte Mutter, durch deine mächtige Fürsprache rette das Erbe deines Sohnes. Den du so innig in deinen Armen hältst. Du richtest deine Augen zum Himmel. In hochherziger und völliger Hingabe an Gottes Willen, der es zulässt, dass dein Herz so qualvoll leidet. O Mutter, in ein Meer von Bitterkeit versenkt, bitte für uns durch die Liebe deines Sohnes und mache uns zu deinen Kindern. Gewähre uns die Gnade, dir niemals mehr zu missfallen. Das Kreuz, das du in diesem Augenblick betrachtest, sagt dir alles. Ein liebendes Herz bedarf so weniger Worte, um in ihm den Sinn und die Liebe zu den Menschen zu verstehen. Mein Sohn wird so lange an dieses Kreuz geheftet bleiben, bis eure Herzen seine Liebe um Verzeihung gebeten haben. Meine Kinder, hab Mitleid mit meinen Schmerzen. Als Mutter, bekehrt euch. Meine Kinder, hab Mitleid mit meinen Schmerzen. Als Mutter, bekehrt euch. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich. Dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser und hilf den armen Seelen im Fegefeuer.
Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, so auch jetzt und aller Zeit und in Ewigkeit. Amen. Vierzehnte Station. Jesus wird ins Grab gelegt. Wir beten dich an, Herr Jesus Christus, und preisen dich. Denn durch dein heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst. Deine Mutter, die heilige Jungfrau, nimmt schmerzvoll Abschied von deinem heiligen Leichnam. Eine Grabstätte ist bereit, dich aufzunehmen. O Jesus, der du mit dir selbst kein Mitleid hattest, habe Erbarmen mit uns armen Sündern. Wagen wir es, uns zu nähern, um mit Tränen das schreckliche Werk zu betrachten, das unsere Sünden verschuldet und gottlose Menschen ausgeführt haben. Alles ist vollbracht. O Jesus, du ruhst nun in der Majestät eines gekreuzigten Gottes. Mit Liebe und Ehrfurcht verehren wir dich im Grab, das dich 3 Tage lang bergen wird. Dann wirst du daraus mit verklärtem Leib hervorgehen. Lass auch uns, wir bitten dich, am jüngsten Tag wie du auferstehen, um in der Glorie des Himmels für die ganze Ewigkeit mit dir vereinigt zu sein. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung und erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder und überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Lass auch uns, wir bitten dich, am jüngsten Tag wie du auferstehen, um in der Glorie des Himmels für die ganze Ewigkeit mit dir vereinigt zu sein. O heiliges Kreuz, o mildes Kreuz, dein Joch ist sanft und deine Bürde leicht. Deine Frucht ist meiner Seele süß. O gesegnetes, o heiliges Kreuz, dass du die Liebe und das Leben trägst, das sich dem Vater als Sühnopfer für die Erlösung der armen Sünder darbringt.
O heiliges Kreuz, o mildes Kreuz, dein Joch ist sanft und deine Bürde leicht. Deine Frucht ist meiner Seele süß. O gesegnetes, o heiliges Kreuz, dass du die Liebe und das Leben trägst, das sich dem Vater als Sühnopfer für die Erlösung der armen Sünder darbringt. Für das Beten des Kreuzweges gewährt die Kirche täglich einen vollkommenen Ablass unter den normalen Bedingungen. Wir beten in der Meinung unseres lieben Heiligen Vaters. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war am Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.